Bolle, das Grillschweini war super. Du bist der totale Grillmeister. Ich bin so voll, ich stehe nie wieder auf. Oh, im Ernst. Ich laufe keinen Meter mehr. Genau wie die Franzosen im Training. Die machen ja auch nichts mehr. Die sind raus. Und jetzt zerfleischen die sich gegenseitig. Das Training haben die komplett boykottiert. Non. Je ne sais pas football. Die suchen doch noch nach Maulwurf, der Gespräche außer Kabine an die Presse verkauft. Genau. Dabei kann man deren Ausscheiden noch nicht mal auf den Schiri schieben. Aber alles andere. Das Tor von den USA, wo keiner weiß, warum das nicht zählt. Das Tor der brasilianischen Handballmannschaft, wo keiner weiß, warum das zählt. Hast du das gesehen? Von unserem Spiel wollen wir gar nicht jetzt reden. Doch, wollen wir. Das war nämlich gar kein Fußball, das war ein Kartenspiel. Mau, Skat, Kanasta, keine Ahnung, was er da gespielt hat. Rot, gelb, gelb, rot. Und was holt er da wieder raus? Ach, guck mal. Die grüne Karte für wiederholtes Rotzen auf dem Rasen. Blau für aufziehenden Regen. Roséfarbene Karte für Lollis während des Spiels. Die weiße Karte für Frieden. Die orangene Karte, weil er sich nicht für gelb oder rot entscheiden konnte. Gelb mit schwarzen Punkten, weil er seine eigene Blindheit eingesehen hat. Braun für Stuhlgang. Die schwarze Karte für dreckige Füße. Die goldene Karte zum Bezahlen. Beige wegen der Farbausgewogenheit. Pink nach Anweisung des Fußballfrauenbeauftragten. Die unsichtbare Karte. Die ockerfarbene Karte. Das eine in die gelbe. Die ist ihm nur im Match gefallen. Die karierte Karte bei modischen Fehltritten. Rot-grün für Farbenblinde. Die bunte Karte für Schwarzseher. Die schwarz-weiße Karte für manisch-depressive. Die Pik 7 bei Nulu Wea. Den Joker, das Kreuz erst. Die Freikarte, die Dauerkarte. Balle, 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 balle. Und ernst. Boing, boing. 18. Natürlich. 20. Jo. Weg.